Ja Leute, ein neuer Tag, ein neues Video von Final Fantasy 9 und wir gehen nochmal in den Raum hinein, wo wir das beim letzten Part aufgehört haben. Weil hier war noch eine Kiste mit einem Äther. Und sonst gibt es nichts in diesem Raum. So, jetzt holen wir natürlich noch unseren Schwarzmagier Vivi ab, den brauchen wir ja auch. Ich meine, ohne den würden wir ja auch hier gar nicht rauskommen. Hier sind wir, Vivi. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten! Die Magie von Meister Vivi wäre äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin, auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigt wir eure Hilfe. Und wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einen Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, lass uns die Prinzessin Garnett aus den Fängen des Monsters befreien. Na gut. Ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich eure gekonnte Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mir ein Gedanke. Flüster, flüster. Bla, bla. Tuschel, tuschel. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Tja, Magieschwert. Ja, das werdet ihr dann schon noch sehen. Das ist interessant. So, jetzt können wir eigentlich los. Wir sind vollzählig. Ja, daraus. Alter Angeber. Hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ach, ich kann ein Mädchen in Not nicht einfach im Stich lassen. So bin ich nun mal. Was bist du nur für ein Hecht? Ich glaube, mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Dir passt es wohl nicht, dass ich mich mit der Prinzessin gar nicht anfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Hier, nimm das mit, Alu. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Das ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls ihr wieder welche abbekommt. Na, wenn das so ist, dann sag's doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu schwarzsabbeln, Gegengift von blank gehalten. Und jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit dem... Ja, okay, ist gut. Wie rüste ich die nochmal aus? Ja, bla 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 bla. Ja, das gehen wir schon. Hoffentlich muss ich dann Visage nie wiedersehen. Da war auch eine Kiste, Mensch. Ich muss immer zurück. Lederhut. So, und bevor wir jetzt losgehen, werde ich gleich mal gucken, was man hier so machen kann. Glaube ich nix. Ja, da habe ich schon das meiste gut aufgestockt. Naja, da habe ich nichts Neues. Das könnte ich ausrüsten, aber das würde ja... Naja, okay, das würde es was bringen. Na, stopp. Da, Blitz kann er lernen. Feuer, Feuer. Ja, okay, das ist dasselbe. Dann gucken wir mal. Abilities. Na ja, da glaube ich keine, ne? Da. Tontauben. Fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Fügt insektenartigen Monstern immensen Schaden zu. Das ist schon mal gut. Bestientöter. Ja, hier in dem Bereich sind so immer diese fügt den Typen von Monstern immensen Schaden zu. Ich meine, das können wir jetzt mal alles so
Ausrüsten, weil mehr hat er, glaube ich, eh nicht. Lassen wir das mal so. So, ich speichere noch mal eben. Ich mache da mal sehr schlaues Buch auf. Wir haben ja auch noch einen Brief. Den können wir, glaube ich, auch hier in dem Wald abgeben. Oh, ein Brief für Alu, Kupor. Von Ruby an Alu. Alu, jetzt gut? Alles bei mir, alles ganz gut soweit. Übrigens, ich hab hier in Alexander eine interessante Typen kennengelernt. Ich schreib bald wieder. Das freut dich doch bestimmt. Okay. PS. Schöne Grüße auch an den Rest von Tantalus. Ja, gut. Diese Ruby benutzt schon ziemlich seltsame Wörtchen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja. So. Dann wollen wir mal ab in den Wald. Jetzt müssen wir tiefer in den Wald hinein. Um Garnett zu finden. Naja, ein Kobold gegen drei Leute. Feuerattacke! Jetzt müsst ihr den eigentlich schon auf den Latschen hauen. Man sieht auch schon, wie wir im Vergleich zu den anderen natürlich wesentlich weniger HP-Punkte. Und da kriegt man natürlich auch immer nur die XP geteilt durch die jeweilige Menge der Gruppe, also meistens durch 4 dann. Das sind halt hier nur 7 Punkte. Ne? Hm. Oh, Action Time Event, ein Konzert im Wald. Oh, das ist cool, da kommt jetzt ein Song aus Final Fantasy 7. Und wer kennt das Lied noch? Ein bisschen mehr Schwung, wenn ich bitten darf. Lasst uns den Viechern zeigen, was eine Pauke ist. Das macht einen richtigen Mut. Endlich wieder Musik. Quietsch, quietsch. Tröd. Ihr seid ja richtig am Tuten und Blasen. Wir gehen uns kurz umschauen. Haltet euch bereit zum Abmarsch. Klaro, klaro, tröd. Tröd. Ja, wer hat die Musik erkannt? Eine der besten Musikstücke aus Final Fantasy. Wahrscheinlich wurde sie auch deswegen dort verwendet. So. Verlaufen kann man sich hier eigentlich gar nicht. Weil das Spiel einen recht linearen Weg hat. Zumindest wenn man einmal drin ist. Oh man, einen neuen Gegnertyp, eine Blume. So, da haben wir auch das Magieschwert. Das ist auch eine interessante Gegebenheit in dem Spiel, dass Vivi das Schwert von Steiner verzaubert und er damit eine Feuerattacke ausführt, die natürlich wesentlich mehr Schaden macht als nur Feuer, beziehungsweise nur das Schwert. Ja, da haben wir gerade wieder neue Fähigkeiten gelernt. Beziehungsweise die konnten wir ja schon, aber jetzt könnten wir zum Beispiel die Waffe ablegen. Also den Dolch bräuchten wir jetzt nicht mehr. Ah. War auch so ein Hinweis gerade. Das ist sozusagen hier ein Safe-Platz. Hier scheint es keine Monster zu geben, ja, das sagt er auch. Ein Naturbrunnen. Aber jetzt kommt so ein Action-Time-Event, die muss man annehmen, die werden auch sofort geladen. Lagebesprechung.
du dir sicher, Chef? Ich bin mir immer sicher. Wir werden auch hier abhauen, sobald wir bereit sind. Nimm diese Karte mit. Bis Lindblum ist es noch ein weiter Weg. Alles klar. Wir sehen uns im Quartier. Jawohl. Ja, da hat er jetzt quasi blank vorgeschickt. Also, der soll vorgehen. Komplette DAP und MP, ja. Ja, da haben wir einen von Coupon an Monty. Ein Brief von Coupon? Vielen Dank, Coupon. Von Coupon an Monty. Königin Brane benimmt sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Coupon. Aber noch viel merkwürdiger benimmt sich Prinzessin Garnett. Coupon. Ich glaube, sie will weglaufen von daheim, Coupon. Und käme doch ein Prinz auf einem weißen Schimmel, naja, oder so ähnlich, Coupon. Ist vielleicht der Prinzessin Garnett vorhin? Nein, das bilde ich mir bestimmt bloß ein, Coupon. Und was kümmert mich das überhaupt, Coupon? Ne, der will uns keinen Brief geben, oder? Oh, von Stilskin an Monty. Wahnsinn, ist das kalt hier. Schon merkwürdig, als ich das letzte Mal hier war, da war es nicht so kalt. Egal, sowas passiert schon mal, macht das Reisen gleich viel abwechslungsreicher. Aber ich sollte hier nicht unnötig lange verweilen, sonst werde ich zu Schleckeis für die Mastophanten. Ja, das ist so ein Hinweis auf später dann, auf den näheren, also in der näheren Zukunft. Man wird auch Stilskin öfters mal begegnen. Oh, habe ich jetzt wirklich gespeichert? Ja. Ich speichere eigentlich meistens immer, wenn ich irgendwo gelandet bin. Ist eigentlich am sinnvollsten. Ach, ich habe sie geheilt, Dödel. Wir da wohl gesehen haben. Die sind erst Level 2. Naja, gehen wir mal rein. Und zuvor haben wir noch einen Kampf, ne? Wir sind ja leider nur zu dritt unterwegs, Garnett ist hier noch weg und hinterhalten, na toll. Die Windattacke. Oh, wow, 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 wow. Das haut unseren kleinen Baby aber ganz schön um. MP werden, glaube ich, auch Steiner da abgezogen, nicht Vivi. Räuberauge. So, ich werde noch mal kurz Vivi heilen. Dann gucken wir mal rein. Geht's dir gut, Prinzessin? Das ist wohl der Boss. Prinzessin! Du hältst dich da gefälligst raus. Wie stehe ich denn da, wenn die Prinzessin Alexandrias von einem Räuber gerettet wird? Glaubst du packst den allein? Na. Auf geht's, Vivi.
Oh, das ist so jetzt ein Bus, wo man eigentlich klauen sollte. Mal gucken, ob ich was bekomme. Weil der hat nämlich auch sehr, sehr fiese Attacken drauf. Pollenstaub, ja, das macht einen blind. Natürlich ziemlich scheiße. Augentropfen geklaut, ja, die könnte man gut gebrauchen. Ich meine jetzt so allein für... Ich meine, für Magie braucht man ja die Augen nicht, aber jetzt kann ich quasi nicht mehr mit Alu angreifen. Okay, angreifen kann ich schon noch, aber die Trefferquote ist halt gesunken. Rechter Tentakel. Der haut schon kräftig zu, muss man sagen. Muss man sich auch ordentlich selbst heilen. Und natürlich auf Vivi aufpassen. Man sieht ja, der hat nur 75 HP bei Level 2. Das ist nicht gerade viel. So, warten wir mal ab, wen er jetzt angreift. Eieieiei. Ich weiß zwar jetzt nicht, was der so... Augentropfen. Klauen. Weiß ich gar nicht, was man bei dem so klauen kann. Dann geht's mal abwarten, man muss immer schön warten. Oh, jetzt greift er die ganze Gruppe an. Das ist nicht gut. Mein Alu hat ja die meiste HP, aber Vivi, der geht ja bei der zweiten Attacke schon hops. Richtig rein, ey. Diebstahl fehlgeschlagen, das ist natürlich ziemlich beschissen. Immer schön angreifen. Oh, die reinsten Waschlappen. Platz da, jetzt. Ich räume hier auf. So, das ist der weitere Kampfverlauf. Nach einer Zeit kommt einfach mal blank mit dazu. Okay, jetzt können wir... Jetzt muss ich hier erstmal heilen. Eisenhelm geklaut. Oh. Ja, das ist halt ein wenig dumm, dass man sich hier so heilen muss, weil ja kein Heiler in der Gruppe ist. So, gucken wir mal, ob der noch ein wenig was hat. Und wenn nichts mehr hat, dann können wir hier gleich auch ordentlich einen wegräumen. Jetzt war ich vielleicht einen Weg vor. Oh, da geht unser Kumpel down. Das gefällt mir gar nicht. Ein habe nichts. Gut. Oh shit, ich hab nicht mal mehr Potions, ey. Tentakel. Ja, man steckt aber meistens in die Mitte. So, der macht das mal hier. Der macht den hier. Der heilt sich selbst. Bei Blank sieht man ja auch, dass er den Trance-Zustand nicht erreichen kann, weil er nicht zu unseren Hauptcharakteren zählt. So. Wir haben das Monster schon besiegt. Ja, ole ole, gewonnen.
Geld und Leben. Na, da kommen auch keine Erfahrungspunkte. Habe ich ja schon gesagt, bei Bossen gibt es sowas nicht. Prinzessin, so kommt doch zu Sinn. Hallo, kipp hier das Gegengift rein. Hust, hust. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie bald wieder auf den Beinen, oder? Was denn das? War's noch nicht? Uah. Oha. Verflixt. Die kreisen uns ein. Diesmal liegt unser Heil in der Flucht. Flieht! Was zögerst du so? Uah. Nix wie weg hier. So, jetzt müssen wir nämlich aus dem Wald raus. So, ich werde mal kurz... dem Typen Äther. So. Springt er nach unten oder ist so ein Monster drin oder irgendwas? Jetzt müssen wir doch mal kämpfen. Kämpfen wir glaube ich immer gegen 4 Stück. Jeden einen. Aber das mit Vivi... Oh, 2. Okay. Das sind nur 2. Ich glaube, den kann ich gleich umbieten. Sind relativ schwach. Blank müsste, glaube ich, auch einpacken. Ohne große Mühen. Oh, der haut richtig rein, also. Oh, der kriegt sogar auch Erfahrung. Welches Level hat denn der Typ? Level 4. Ja, wir können jetzt die noch besiegen, aber jetzt habe ich keine Lust auf die. Ja. Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wald hier nicht. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt, schlimmer kann es doch nicht mehr werden, oder? Der Wald verfolgt uns. Lang, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles den Bach runter. Hey, was hat er vor? Mit dem Wald stimmt sogar, dass der hinter den her ist. Elender Sturkopf. Blank. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht? An allem ist nur dieser Kerl schuld. Ein Freund opfert sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palme.
Prinzessin? Steine? Was machen Sie denn hier? Ihr habt mich gerettet? Euch selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin, das ist die Aufgabe eben von diesem Stein, der hier vor euch steht. Hey, meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Vivi waren es, die dich gerettet haben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Im Fall von Meister Vivi ist das gewiss etwas anders. Aber diesem Kerl gegenüber steht ihr sicherlich in keinerlei Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin nicht entführt, dann wären wir nie in diese Schlamassel hineingeraten. Sich daneben als heldenhafter Retter aufzuspielen, da schlägt dem fast ja wohl den Boden aus. Kerl, wenn wir erstmal im Schloss sind, dann hängst du, Steiner. Ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja genau, wir kamen zwar, um sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns anschloss. Prinzessin, ist das denn wahr? Es ist so, wie er sagt. Also, da du ja jetzt den Durchblick hast, sei brav und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt überhaupt über den Fluch des Nebels Bescheid, oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen. Über die giftige Wirkung des Nebels. Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem verwunschenen Ort wie diesem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt es noch lange nicht, sie wäre wieder gesund. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, oder was? Und wo bitteschön willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht. Noch nicht bemerkt? Und sowohl das Süden als auch das Nordtor sollen im Moment ja gesperrt sein, oder? Tja, was ist? Was ist denn nun? Du Penner. Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen. Und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf dem Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Na, wo recht hat er recht? Muss ich mich von dir etwa herumkümmern? Steiner! Wessen Aufgabe ist es, Prinzessin Garnett zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe. Die Aufgabe eines königlichen Ritters. Schon gut, schon gut. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima. Dann sind wir ja einer Meinung. Wir müssen uns überlegen, wie wir nach oben gelangen. Ja, sind sie am Pennen? Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir diese Riesenmonster im Wald fertig gemacht hatten, ging plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus diesem Wald entkommen können. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie herausholen. So leicht geht das aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns? Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben, wenn wir bald hierher zurückkehren. Es ist noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Laut der Karte, die wir von Blank haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir ja von dort aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du Angst, Garnett? Keine Angst, ich bin hier bei dir. Alter Penner, ey. Oh Gott, oh, da kommt was. Oh, Monty. Ein Moment, Kupor. Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemanden lebend aus ihm herauskommen sehen. Wahnsinn, Kupor. Ihr seid ganz schön stark, Kupor. Aber bloß nicht übermütig werden, Kupor. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kupor. Bevor ihr in die große, weite Welt hinausgeht, geht zu Mockmeier. Der weiß Bescheid, Kupor.
Mockmeier? So, ja, der Mockmeier leuchtet uns. Es ist so ein Tutorial für Anfänger. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges beigebracht? Na logisch, Kleiner, also sperr deine Lauscherchen auf. Heute haben wir sogar seltene Gäste. Da werde ich mich besonders ins Zeug legen. Ja, jetzt könnte man hier alles lernen, aber nö, ich habe keine Lust. Chefchen, du hast echt viel gebraucht. Hehe, so ist es. Also ich kenne mich ja in dem Spiel sowieso relativ gut aus, muss ich sagen. Also, kein Problem. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich euch diese Flöte-Coupon. Mokris Flöte. Mit dieser Flöte könnt ihr uns im Weltenmodus herbeirufen. Willst du auf ihr spielen, drücke die Vierecktaste, Coupon. Gute Reise, Coupon. Vielen Dank. Coupon. Tschüss, Coupon. Ein Feind? Wo? Wo ist der? Die anderen sind schon weg, Coupon. Prinzessin, so warte doch. So, jetzt ist der Part schon eine halbe Stunde lang. Aber, naja, so ist es halt. So, das ist hier die Grundsteuerung für die Weltendinge. Hier Gebäude betreten, Mucke rufen, Karte aufrufen, Kamerasteuerung, Kamera fixieren, Perspektive wechseln. Ja. Kontinent des Nebels. Wir befinden uns jetzt hier im Kontinent des Nebels. Ach ja, hier kann man drehen bei R1, L1. Da oben, da unten. So, ich werde natürlich schon vorlaufen und wegen trainieren hier, ne? Und dann laufe ich vor zur Höhle und dann sehen wir uns bei der Höhle wieder, Leute. Also bis zum nächsten Part. Ciao.